Der VW-Bus auf Rädern. Wir haben ihn bereits gefilmt und hier eine ganz andere Version. Vollkommen anders. Bisschen günstiger. Ich guck mal gerade. Ja, eine Spur. Eine Spur. Er kann einfach andere Sachen. Er kann andere Sachen. Der Friedrich ist bei uns. Wir zeigen ihn noch gleich. Er ist den weiten Weg woher gekommen? Aus Neufahrn bei Freising, nördlich von München. Von München. Deine Idee war, einen VW-Bus auf Rädern zu machen oder wie soll man sagen, also quasi ein Camper auf Rädern, kein Wohnwagen, es ist ein bisschen anderes Konzept. Der VW-Bus lebt ja so ein bisschen darum, dass er meistens Zelt-Pop-Up-Dach hat, also noch ein bisschen Zelt, eine Mischung aus Zelt und Camping, aber nicht so wie die Holländer, die ja so flache Wagen haben, wo du alles auseinanderfaltest, sondern du willst in deinem Fahrzeug zum Beispiel E-Bikes mitnehmen können, innen, du willst viel transportieren können. Das soll für die ganze Familie sein? Ganz genau. VW-Bus zum Anhängen, vor allem deswegen, weil auch das Lichtraumprofil, also Höhe und Breite, ähnlich sind wie bei einem Bus. Das heißt, es bleibt kompakt zum Fahren, keine zusätzlichen Außenspiegel nötig. Kein Mensch weiß, dass du Camper bist, eigentlich, wenn du fährst. Ja, je nachdem, was man draußen draufklebt. So, aber hier das F ist ja jetzt Camper-Verfaller. Da können wir auch nur das F drauf machen zum Beispiel. Und können wir sogar noch weglassen. Genau. Ja, und es stilisiert das Schlafzelt, die wir nachher eins links und eins rechts ausklappen werden. Oh, das muss man aber wissen, oder? Ja, klar. Eins links, eins rechts. Das kann man genau. Steckt dahinter. So, wir werden es gleich mal auseinanderbauen. Ihr werdet total geflasht sein, was gleich kommt. Ich selbst habe es noch nicht gesehen. Ich habe auch nicht auf die Webseite geguckt. Ich bin jedes Mal überrascht. Ist das so ein bisschen Jack in the Box? Ja, also das sieht erst von außen ist es nicht erkennbar, wie das nachher aussieht. Es ist erstmal ein Kofferanhänger, wie man es kennt, wenn man sich Getränke für die Gartenparty bestellt. Genau, ja. Sieht so aus. Ist ja auch ein ganz wichtiges Thema, ist ja auch, man will ja oft nicht erkannt bleiben. Hier kann ich jetzt nicht drin schlafen, wenn er geschlossen ist, oder? Genau. Ja, also zum einen gibt es keine Luftöffnung und ja, man findet auch keinen guten Platz für zwei. Also für eine Person geht es schon mal zur Not, muss man eben hinten die Klappe offen lassen oder anders wie für Luft sorgen. Aber das ist schon zum Aufbauen, wobei das Aufbauen schnell geht. Also auch deswegen VW-Bus zum Anhängen oder Campingbus zum Anhängen, weil wir sehr schnell im Auf- und Abbau sind, weil im Vergleich zu anderen Zeltanhängern uns natürlich dieser Koffer schon unheimlich viel Gestänge spart und dementsprechend unkompliziert geht es zu. Ja, wir haben ein schönes Zugfahrzeug, der kann jetzt sogar noch ein bisschen ziehen, weil es ein Diesel ist. Aber die neuen Zugfahrzeuge, automatikgetriebene Hybride, da reden wir aber oft 1000 Kilo. Was wiegt der hier? Der Anhänger wiegt leer so zwischen 650 und 700 Kilo. Und wenn wir zu viert unterwegs sind mit Fahrrädern, mit Kühlbox, mit Zeug, dann kommt man gerade so mit dem Kampfgewicht vielleicht an eine Tonne. So, eine Tonne. Das heißt also, die 1000 Kilo kann ich, wenn ich das weiß und wirklich da als Grenze nehme. Ist das realistisch, 1000 Kilo? Ja, also das hier ist jetzt ein 1300 Kilo Hänger. Den können wir auch mal noch ablasten. Das ist immer noch sinnvoll für die Nutzung. Wie gesagt, mit 300, 350 Kilo kommt man oft klar. Und das Ablasten kann sinnvoll sein in Kombination mit dem Zugfahrzeug, dass der herkömmliche Führerschein weiterhin funktioniert ohne zusätzlichen Anhängerführerschein. Es geht los. Bei dem hier Grundpreis? Ungefähr 21.500. Jetzt, wie er hier steht, ist es 25.470. Da sind ein paar Extras dabei. Der ist jetzt aber mal zum Vorführen. Aber volle Hütte. Der ist eben, ja, also die sinnvollen Sachen sind dabei, aber ohne Shishi. Ja, der ist extra mal so konfiguriert als Vorführer, dass man sieht, was ist denn das, was die allermeisten von unseren Kunden nehmen. Und ja, da kommt man für den mit zwei Schlafzelten in der Größe meistens zwischen 25.000 und 27.000 raus. Okay, wir werden es gleich mal zeigen. Wir haben beim letzten Video, das ist ein spezielles Konzept. Viele werden sagen, oh, kaufe ich mir im Baumarkt so einen Anhänger. Der kostet ja nur 4.000 Euro. Rest ist auch nichts wert. Das ist hier falsch. Wir reden hier nicht über einen Billiganhänger. Wir haben ein Alco-Chassis drin. Wir haben einen professionellen, der kommt aus dem Nutzfahrzeugbereich, der Aufbau. Genau. Ja, stimmt natürlich, der Kofferanhänger, der kleinste, einfachste 750 Kilo Anhänger, den gibt es so für 4.000, 5.000 Euro, zumindest vor einem Jahr, ist heute wahrscheinlich auch schon anders. Aber einfach, was hier an Klappen verbaut ist, wir haben einen 1.300 Kilo Hänger, die Mechaniken, wir haben ja manches gemacht, zum Beispiel wir haben die vier Schiebestützen, die sind keine Serie. Und das summiert sich so das eine zum anderen und deswegen ist nachher das Basisfahrzeug doch ein ganzes Stück entfernt von dem, was man aus dem Baumarkt kennt. Oh, aber die Basis ist ja. Der Kofferanhänger mehr oder weniger von der Stange.
Von der Stange. Allerdings, ihr habt einen Aufbauhersteller. Das ist jetzt kein, ich sag mal, Massenfabrikat. Ist der Aufbau made in Germany? Ja, das ist von uns in Fahrzeugtechnik. Die sitzen zwischen Augsburg und Neuburg an der Donau. Okay, also made in Germany. Also ja, richtig gute Qualität. Also nichts gegenüber die Ausländer, aber das ist nach deutschen Normen. Es gibt ja europäische Normen. Die Deutschen sind ja oft im Kfz-Bereich absolut schlimm. Also dass die ich sag mal, von anderen europäischen Ländern sagen, so gut wie in Deutschland würden wir es nicht bauen. Aber wenn man es in Deutschland packt, da hat man es eigentlich überall gepackt, oder? Ja, also es ist ein Mittelständler mit über 300 Leuten. Und die bauen den dort in Süddeutschland auf und eben auch mit diesen Klappen hier. Das ist aus deren Individualisierungssparte. Ist ein süddeutsches Produkt. Auch die Zelte, die wir nachher sehen, die Polster, die Möbel, das ist süddeutsch. So ein paar Kleinteile. Süddeutsch. So, ich nehme das jetzt mal. Bayerisch letztlich. So, der darf 100? Der darf 100, genau. Ist ja ein 1300 Kilo Hänger, gebremst dadurch. Und dann sind es noch die zwei Stoßdämpfer, die man dran macht, um Tempo 100 fahren zu dürfen. So, du darfst. Ich zeig dich jetzt mal. Hallo Friedrich. Hallo Sven. So, wir haben heute den, was haben wir denn, 13. Freitag den 13. Das kann nur Glück haben. Ich wünsche dir viel Glück bei der Heimreise. Was machst du jetzt? Ja, jetzt mache ich mal die Schiebestützen runter. Und wenn die stehen, dann gucken wir mal in den Gepäckraum rein. Ja. Also der erste Anhänger, den wir gebaut haben, der war von der Zeltkonfiguration her recht ähnlich, war aber noch einen halben Meter kürzer. 6 Minuten, also bei Stelle 6 Minuten hast du begonnen mit dem Aufbau. Wir machen das ja in Echtzeit. Ja, und ich mache es jetzt nicht sportlich, sondern ich spreche nebenbei. Du sprichst nebenbei. Genau, und dann waren die nächsten Anhänger eben einen halben Meter länger, weil wir gehört haben, die Menschen wünschen sich ein Waschbecken. Was? Ein Waschbecken? Platz für ein Klo. Ja, auch im Zeltanhänger wünschen die sich ein Waschbecken. Das bietet der hier. Und den hier haben wir jetzt eben auch mal 15 cm breiter gebaut. Einfach die nächste Standardgröße. Das sehen wir nachher innen drin. So, da war jetzt eine Sicherung, die zeitgleich denn als Fixierung gilt. Ich moderiere mal so ein bisschen mit, wie im Rosenmontagssofa, was ich sehe. Splint ist drin. Macht einfach nachher innen drin natürlich mehr Raum zum Aufenthalt, aber auch mehr Laderaum. Ich bin und begeistert, was du da machst. Also da kommt jetzt gleich eine Öffnung, die wird geöffnet. Was ich schon mal phänomenal finde, ist, dass wenn du willst, kannst du diesen Anhänger total zivil fahren. Das bedeutet, kann man den auch, ist das jetzt ein Campingfahrzeug oder ist das ein Nutzanhänger? Das ist ein Nutzanhänger von der Zulassung. Alles, was wir an Campingsachen drin haben, ist Ladung. Das ist nicht reingeschraubt, das ist verzurrt und in Keterschienen eingezogen. Also könnte ich den auch zum Beispiel gewerblich holen und dort nutzen, zum Beispiel für Transporte? Genau. Geht. Ja. Okay, super. Bin ich mal gespannt. Darf ich mal das Schloss zeigen? Das ist allein schon, das ist doch schon gute Qualität, oder? Kannst du das Geräusch hier hören? Ja, sag mal. Warte, beim Einrasten. Ja, ist aus dem Nutzanhängerbereich, glaube im Campingbereich unzerstörbar. Und du kannst abschließen ordentlich, oder? Ja, ja. Nochmal genau. Vorhängeschloss. Da ist sowieso schon ein Schloss dran und wer will, kann nochmal ein Vorhängeschloss davor machen. Aha. Also dann ist ganz sicher. So, was ist das hier? Was sieht man hier? Das ist ein Schlafzelt, noch nicht entfaltet. Okay. Machen wir das gleiche noch auf der anderen Seite und dann gehen wir mal nach innen. So, wir sind bei 8 Minuten 5, 2 Minuten haben wir bis jetzt gebraucht. Ja, aber viel gesprochen dabei. Ja, klar haben wir viel gesprochen. Wie auf dem Campingplatz, wenn wir ankommen, ja? Weil ich habe die meisten Holländer, wenn die ausfalten, die brauchen länger. Weil die, diese, du weißt, welche ich meine, diese kleinen, kompakten Dinger, ja. Die du auf den Messen immer siehst. Da vorne ist noch mal jede Menge Sicherungen, habt ihr mit drin. Die sind Serie bei euch? Ja, also das ist auch der Zweck beim nachher Zumachen, kann man hier erst einhängen. Ich zeig's mal. Dann würden wir jetzt hier erst einhängen, dann könnten wir die Zelte ein bisschen stopfen und dann vollends zudrücken. Dafür ist alles klar, das ist nochmal eine Hilfe. Genau. Ja, beides. Ja. Das ist aber so stabil hier, das würde auch halten, wenn es mal aufgehen würde, oder? Ja, ja, genau. Es ist vor allem, dass einem auch hier auf den Kopf fällt beim Öffnen. Und dritter Fall ist, wenn man die Zelte mal feucht einpackt und trocknet. Nachher in die Scheune stellt, kann man es einhängen, macht man 20 cm auf, trocknet es langsam raus. Du Fuchs, das sage ich oft in Videos, aber das haben nur Leute verdient, die wirklich innovativ sind. Das weißt du denn, so Stockflecken und Schimmel und das will keiner haben, oder? Ja, wobei wir haben ja einen Polyesterstoff, der ist letztlich schimmelresistent. Echt, das gibt's? Ja, ja. Aber mir persönlich ist dann doch irgendwann lieber, das mal aufzumachen, das wieder trocknet. Aber es wird wahrscheinlich trotzdem müffeln, oder? Wahrscheinlich. Und meistens ist dann doch auch irgendein Tier mit drin oder ein bisschen Laub und das müffelt dann garantiert. Gut, wenn es dann am Schluss verendet ist. Ich habe gehört, so Mäuse,
Mäuse zu zwei verschiedenen Zeiten, im Frühjahr und im Herbst, die lieben es, wenn sie was Schönes haben. Was machst du jetzt? Ja, letztlich haben wir einen Personenverschluss. Ich mache die Heckklappe auf. Was hast du? Einen Personenverschluss. Was ist das? Einfach hier, also nicht so ein Drehstangenverschluss wie an der Seite, sondern so ein Personen. Okay. Heißt Personenverschluss. Und es ist das Schöne, es geht von innen wie von außen. Heißt, wir haben das, den Riegel auch innen. Kurze Frage, das Schloss hast du außen jetzt verklebt. Da könnte man auch ein Sicherheitsschloss reinmachen, etwas Besseres, oder? Das würde gehen. Das ist ja ein Standardschloss, oder? Schließzylinder, also. Okay, also da könnte ich jetzt auch ein, was weiß ich, High-End reinmachen, elektronisch ja, auch. Ja, aber also, ich würde sagen, das ist vertrauenswürdig. Alles klar, verstanden. Ja. So, dann die Stangen hier, auch das zeige ich mal. Das sind richtige Stahlstangen. Also der wird dann nicht von selber mal aufgehen, oder? Nee. Nee. Und hier haben wir die Sturmstütze. Jetzt. Das war zu schnell. Zeig nochmal. Ja. So, die wird nur gedreht. So geht's zu. So, ja. So, jetzt drehen wir einmal und dann fällt es ein und dann ist es blockiert. Ist ja Hightech, oder? Low-Tech, aber zweckmäßig. Gut, das heißt, die kann jetzt nicht mehr runterkommen, wenn der Sturm drückt. Genau. So. So, jetzt haben wir hier einen Innenraum. Schön bestückt mit Kisten. Nach dem Ladekonzept sehen wir dann gleich noch. Und hier sehen wir jetzt eben diese 15 cm Zusatzbreite. Mhm. Das, dieses Modell, oder da unterscheidet sich dieses Modell eben von dem, was wir auch schon in den letzten zwei Jahren ziemlich erfolgreich gebaut haben. Ja, und du hast ja vorher schon gesagt mit den E-Bikes, wir haben hier 97 cm Breite, wenn wir nachher die Kisten draußen haben. Wer also das Gepäck im Auto unterkriegt, kann hier gemütlich ein Motorrad reinschieben. Mhm. Also kann man mit dem Anhänger, der von außen doch kompakt ist, zu viert zum Camping fahren, ein Motorrad mitnehmen. Das Klo habe ich gefilmt diese Woche. Ja, hast du gesehen? Ja. Schöne Grüße an den Benedikt und den Markus vor allem. Genau. Die bauen tolle Toiletten, oder? Ich habe es gesehen und ich habe es ja vorher schon gekannt. Ja, die sind auch schon wieder ein Jahr weiter als vor einem Jahr. Oder? Ich glaube, ich habe das Klo jetzt ein Jahr oder zwei. Trilino. So, ja. Funktioniert in der Praxis? Ja, tipptopp. So, auch wenn die Kinder, du hast Kids, wie viele hast du? Zwei. Zwei, wie alt sind die? Die werden 7 und 10. Jungs? Ja. Zwei Jungs? Genau. Gut. Okay, streiten die oft schon mal? Die streiten, aber nicht oft. Gut. So, da haben wir ein bisschen Hering und Leinen drin. Zeig mal, dass ich mal reingucken darf. Brauchen wir nachher eh noch. Brauchen wir eh, okay. Ja, kommen wir noch dazu. Ist er dabei, der Koffer? Oder? Können wir dazu konfigurieren. Der Mitteltunnel ist erstmal leer, eben weil es die Kunden gibt, die da die E-Bikes reinstellen wollen oder die Motorräder. Mhm. Und wer dann Kisten und Koffer will, können wir das... Aber was ist das für ein Hersteller, der Koffer? Das ist Our Packaging. Our Packaging. Packaging. Wir machen auch diese Euro-Behälter, die wir gleich noch mannigfaltig sehen. Die du sogar modifiziert hast, habe ich gesehen. Ja, genau. Hier fürs Verstecken. Ist das geil. Das ist von @ideen... Was ist das, Ed-Ideen? Ja, da gibt es die Campingspülen im Komplettset mit den Containern und mit der Pumpe. Ist das genial! Und das kriegst du fertig dann von dir. Genau, das fusioniere ich hier mit dem Euro-Behälter. Du fusionierst? Ja, ich führe zusammen. Sehr schön. Okay, bitte. Oh, ich liebe das mit dir zu drehen. Du bist so ein Tausendsasser. So, das sind Campingstühle. Genau, das sind die Stühle, die bauen wir mal auf, damit es nachher auch recht behaglich wird. Ja. So, ich entschuldige mich für das harte Licht, aber das hat der Sommer so an sich. Und im Schatten drehen können wir auch nicht, dann sieht man wieder nichts. Aber ihr könnt sehen, Campingstühle. Auch die macht die Schlosserei bei euch, oder? Oder der Schreiner? Also die Bretter lassen wir fräsen, wie auch die Bretter für die Möbel. Und die Gestelle kommen aus dem erweiterten Biergarten- und Festzelt-Sortiment. Und kann man kaufen? Ja. Okay. Muss man ein bisschen suchen und dann kann man die. So, was ist denn das für eine Kiste? Das können doch Kindersarg sein. Da haben wir nachher ein Vorzelt drin und Segel. Und ist das schwer? Das ist jetzt. Also mit zwei Leuten, wenn man nicht gut heben kann, geht. Ja, also geht ja auch allein. Ich bin jetzt ja eher schlank gebaut. Ich würde sagen, es sind 15, 17 Kilo. Wem es zu schwer ist, macht halt innen drin den Deckel auf, lädt die Sachen aus, nimmt dann die Kiste raus. Ja, absolut. Gut. Sag mal, das ist ja wie Weihnachten. Ja? Da kommt immer die Wunderkiste. Okay, den muss ich noch umschrauben. Sehe ich gerade, der geht zur falschen Seite auf. Ist er neu? Ja, ja. Sag mal, das sieht so aus, als wäre der gerade erst fertig geworden. Kann das sein? Der war fertig zur Free. Im Januar war der fertig. Die Free hat nicht stattgefunden, deswegen ist er noch falsch rummontiert. So, beschreibt man den Leuten, was die Free ist. Die Free ist die Camping- und Freizeit-Messe in München.
im Februar. Die ist und eigentlich ganz gut, oder? Die ist eigentlich sehr gut und auch bei mir in der Nähe. Aber war halt diese Wintermessen dieses Jahr, Januar, Februar, März, lief ja gar nichts. Mhm. Ja, hat ja auch dazu geführt, dass wir uns im Februar hier getroffen haben. Stimmt. Ein Akkukoffer von Autarka, gucken wir uns auch nachher noch an. Ja, ein Akkukoffer. Cool. Das Geniale bei dir ist, ich lerne immer dazu. Und wenn ihr da draußen denkt, ihr hättet schon alles gesehen, ihr müsst nur den Friedrich besuchen. Was ich auch cool finde, die Leute haben dich gefeiert, trotz des Preis-Leistungs-Verhältnisses, weil die sagen, das ist so innovativ und so gut. Die Leute können ja mal gern probieren, sowas selber zu bauen. Das ist, ich sag mal, das stimmt alles aus Millimeter genau. Das ist designtechnisch ausgekügelt. Du hast eben gesagt, hier ist jetzt kein Bling-Bling dabei. Was meintest du damit? Ja, also kein Chichi, oder? Ja, wir können eine Folie draußen dran kleben. Sieht gut aus, kostet viel Geld. Es spricht nichts dagegen, aber wenn jemand sagt, es ist aber teuer, ja, eine Folierung ist teuer. Oder auch hier innen drin hat man jetzt im Hänger im Februar einen Vinylboden verklebt mit einer Parkettoptik. Sieht super aus, aber man kann auch einfach die Serienplatte nehmen, Siebdruckplatte. Die ist unkaputtbar. Sieht auch gut aus und dann hat man wieder ein paar hundert Euro weniger ausgegeben. Und das meine ich mit Shishi. Aber so die wichtigsten Sachen sind alle drin, ne? Ah ja. Okay. Also immer noch ein Originalverfaller. Wo kommt der Name nochmal her? Farfalla ist der Schmetterling, ja. In Italien, auf Italienisch. Weil ja nachher die beiden Flügel aufgehen, nach links und rechts, wie beim Schmetterling. Und ja. Wir können auch schnell umsetzen hier, heute hier, morgen da, wieder Schmetterling. So, ich sehe gerade, der Anhänger ist von Unsinn, das habe ich auch schon mal gehört. Und den kann man so bestellen mit den Außenklappen und alles? Ja, ich schon. Du ja. Schon, du bist ja Fahrzeughersteller. So. So, wenn du jetzt hier einmal das hier hochhältst, dann mach ich. Kannst du sehen, wie dieser Ausfalten des Schlagzeug funktioniert. Dann einmal raus. So, ich komm, warte. Da, ja, bitte. Zwei Steckbolzen reinmachen. Zwei Steckbolzen, sagt er. Ich zieh das mal hier rüber. Immer so, drüben ist es. Wie cool. Aber jetzt ist er schon fertig mit der anderen Seite. So, wir sind bei 17. Das heißt, wir haben jetzt mit der Quatscherei, wobei das meiste quatsche ja ich, 11 Minuten hinter uns. Noch an vier Ecken den Gummizug drüber. Das ist im Laufe der Jahre natürlich immer wieder verfeinert worden, das Konzept. Ja, ich finde, wir waren von Anfang an schon ganz gut. Aber wie du sagst, ach, muss ich noch kurz ziehen. Ja. Aus. Wo? Hier. Ah ja. Sehr schöner. Ist ein schöner. Aber es ist, wie du sagst, besser geworden noch. Gerade auch diese Mechaniken an den Stützen vorher, an den Seitenklappen. Das ist deutlich geschmeidiger nochmal, als es vor zwei, drei Jahren. Ist aber auch toll gelöst, wenn du mal kurz mal langsam machst, gerade mit dem einen Band. Das geht nämlich genau hier über die Schraube drüber. Das kann von alleine nicht mehr rüber, oder? Nee. Das genau. Ist fixiert. Und dann hier hinten noch einmal drum rumlegen. Sturm, abheben, Orkane? Kein Thema. Also wenn der Sturm das kaputt macht, habe ich andere Probleme, als dass das Ding verrupft ist. Also ihr seid noch nie aufgegeben, habt es mal zugemacht bei einem... Nee, und es waren schon heftige Schauer und Winde bei uns und auch bei vielen Kunden. Also, wie gesagt, das ist stabil und das, wie es bisher steht, hält ja auch komplett ohne Hering. Ja. Du kommst aus Bayern oder Baden-Württemberg? Gebürtig bin ich Baden-Württemberger und Schwabe. Ja, aber wohnen tue ich in Bayern. Bayer durch Heirat. Gott, haben wir das auch mal geklärt, weil so vom Dialekt her würde ich schon sagen Baden-Württemberg. Kann man die Klappe im Alltag offen stehen lassen als Sonnenschutz? Ja, aber die trägt auch gleich noch das Vorzelt. Ah, okay. Ja, deswegen machen wir kurz die Sturmstütze auf. Sturmstütze auf. Zu. Klappe zu.
Das ist alles im Preis mit drin. Das heißt, ich krieg den so, wie er hier ist. Ja, also was jetzt in diesen genannten 25470 nicht drin ist, ist die Kühlbox, das Trennklo und der Akkukoffer. Aber ansonsten, was hier an Anhänger, Zelten und Möbeln dabei ist, ist da alles enthalten. So, ganz kurz, da ist ein Keder. Du ziehst den Keder an. Nochmal eine Röhre. Und dann jeweils links und rechts ist nochmal einer. Okay. So, ich gebe dir jetzt mal 5 Minuten Redebonus. Dann wären wir jetzt bei 9 Minuten bis jetzt. Das zusammen verschweißen, die Keder selber, ist es gut? Belastbar? Ja, ja. Ja, also unser Zeltbauer, der macht auch Industrieanwendungen, die verwenden hochwertiges Material. Und die können das auch verarbeiten. Das macht dem nichts, wenn das jetzt 20 mal rein raus? Nee. Okay. Boah, da hast du aber echt lang dran getüftelt, oder? Bis du das so hattest? Oder war das so direkt, dass du nachts aufgewacht bist? Ich hab's. Ja, das ist so, ist die erste Idee, geht schnell. Und der Rest nicht. So. Boah, ist das genial. Jetzt haben wir hier ein bisschen Wind. Ja, ist doch gut. Kann man direkt mal zeigen bei Wind. Das wäre die Tür? Ja, lässt sich auf beiden Seiten. Okay. Bei dem Wind mache ich jetzt mal direkt hier 2 Heringe rein, sonst flattert es die ganze Zeit. Du hast hier einen guten Boden. Ja, da drunter ist die Hauptgasleitung von Saarbrücken. Da drücke ich mal nur mit der Hand rein und ohne Hammer, oder? Nee, Schlag. Aha. Ganz ruhig machen. Nee, es riecht ja ab und zu mal nach Gas, weil da hinten, guck mal, da ganz am Horizont, ist ein riesen Gasbehälter, der übrigens im Moment gerade ganz gefüllt ist. Aha. Der geht nämlich nach oben, wenn er gefüllt wird. Für alle Fans von Erdgas. Genau. Jetzt kommt noch die Küche, das sind die beiden Kisten hier vorne. Ja. Die beiden. Genau. Die Küche, jetzt bin ich mal gespannt. Das auch dabei, das Möbel? Ja, also bei den 21,5 nicht, aber ja. Bei den 25,5, wie er hier steht, ist es mit dabei. Heißt, der Kunde kann den auch sagen, ich baue bestimmte Dinge selber, habe ich gesehen, oder, ja. Oder kann erstmal so kaufen, später nachrüsten? Ja, also mit diesen Kisten und so, ja. Ja, das ist alles ausgeklügelt. Genau, weil jetzt auch diese Platte, die hier vorne steht, geklügelt. Die hält alles, dass es nicht vorne auf die Kühlbox rutscht. Ja. Und so, die Klappe, die vorne steht, hält alles. Da ist sie. Ach, das ist der Küchentisch. Ja, das ist die Arbeitsplatte. Da darf ich mal sehen, wie du das gemacht hast, dass es hält. Da sind unten so Möbelkleider dran und die greifen eben in den Deckel von dem Eurobehälter und dann hält es. Toll. So, Küche. Also geht schon in Richtung VW-Bus. Ich meine jetzt auch, was du meinst. Die große Truma, wie liegt die im Preis ungefähr? Ja, also die liegt jetzt bei 1300, 1299. Die hat 69 Liter, 24 und 45 getrennt. Das heißt, man kann kühlen und gefrieren separat. Separat? Also das ist schon ein Premium. Luxus. Premium. Oh, die ist gut? Ja, klar. Ja, die machen auch vernünftige Sachen bei Truma. Aber die macht kalt genug, meine ich. Also der ja. Kompressor. Machen wir hier noch leer. Vielleicht noch mal ganz kurz zur Erklärung für alle, die das letzte Video nicht gesehen haben. Du nutzt jeden Stauraum perfekt oder nahezu perfekt, indem du diese Euroboxen auf Millimeter gefertigt, die können hier drunter geschoben werden auf beiden Seiten. Genau, ja, wir haben letztlich den Anhänger und die Möbel um die Eurobehälter rumgebaut, weil die unheimlich leicht sind, relativ ökonomisch zu bezahlen, weil die praktisch sind zu beladen und darum haben wir es einfach darum rumgebaut. Ja, alles, was man aus Großserie verwenden kann, sollte man aus Großserie verwenden. Muss das Rad ja nicht immer neu erfinden.
So, du hast... So, also eigentlich stehen wir jetzt schon für einen kleinen Aufbau. Warte, ich komme mal zu dir. Was sagt die Uhr? Die Uhr sagt 24:43 minus 5, 12 Minuten. Ja. Und mit unterhalten. Mit unterhalten. Heißt, du unterhältst dich beim Aufbau in der Regel nicht mit deiner Frau? Kann so und so sein. Also eigentlich ist so eine klassische Aufteilung. Man kommt an einen Platz und zwei bauen auf und zwei gehen einkaufen. Ja. Und dann sind wir erstmal getrennt für eine Stunde. Doch, es ist viel Platz hier drin. Ich komme mal gerade auf die andere Seite. Machen wir hier mal Licht rein. Wir reden nämlich gleich über das Thema Schlafkomfort. Ich durfte nämlich vor kurzem in einem Campervan schlafen mit einer dünnen Matratze ohne Lattenrost und hatte da 3 Tage dran. Okay, also hier auf dieser Seite hast du dicke Matratze, 13 cm Kalt, ja. Kaltschaum. Auf der rechten Seite haben wir 10 cm Kaltschaum und unten drunter im Bezug mit drin ein Tellerrost. Ist drin? Ja, kann man, ist eine Option letztlich. Haben wir hier eine Seite so, eine also so. Müsst ihr kaufen, kauft es, weil ist das sehr teuer, der Tellerrost? Das ist pro Seite 448, glaube ich. Ja, wenn ihr das Geld habt, kauft es. Es sei denn, ihr seid Futon-Matratzen gewöhnt. Ja, und also die Messeerfahrung ist, wer auf das normale Polster drauf liegt, ohne Tellerrost drunter, sagt, oh, ist aber super. Und wer sich dann noch auf den Tellerrost danach drauf liegt, oh, ist noch superer. Ja, die Leute sollten Probe schlafen nachts. Also das ist immer ein Unterschied, ob du mal 2 Minuten drauf liegst oder die ganze Nacht. Ja. Hängt doch davon ab, wie die Leute schlafen, glaube ich. Also ob ja, du. Und also gerade auf der Messe, ja, man soll nicht hungrig in den Supermarkt gehen. Wer einen ganzen Messetag hinter sich hat, sollte um 5 nicht mehr Probe liegen. So, wir sind jetzt übrigens, liegen wir in demselben Camper, den ich gerade eben von außen wie eine Streichholzschachtel, so groß war der. Und der ist jetzt so riesig. Sag mal, ist das. Eigentlich müsstest du die 2 Camper auf der Messe nebeneinander stellen. Einmal zusammengebaut und einmal aufgebaut, weil das würde den Effekt eigentlich unglaublich erhöhen. Ich komme jetzt mal raus und film's mal von der anderen Seite. Weil der war ja, hatte ich das Gefühl, von den Maßen ist der jetzt noch ein bisschen, ein kleines bisschen kompakter wie der andere? Nee, der ist größer. Der ist 1,5 Meter länger. Wir haben jetzt hier innen 3,5 Meter und mit Deichsel 4,45 Meter. Und der hat jetzt eine Innenbreite von 1,57 und mit Kotflügeln außen 2,14. Also und der Koffer hat außen ja, 1,65 vielleicht. Also ist immer noch normale PKW-Rückspiegel reichen. Also ist immer noch kompakt. Wir ziehen ja auch den mit dem Mini. Der verschwindet auch da dahinter. So, Fliegenschutzgitter mit drin. Genau. Hier. Der ist da. Dann Elektrik. Der hat jetzt Autarkie. Ja, also die Autarkie, die steckt hier drin. Das ist der Koffer. Das ist so ein Akkukoffer mit 48 Amperestunden bei 12 Volt. Sag mal, wieder. Haben wir einen Platz? Der hat halt hier so ein ach, die 12 Volt und ja. 5 Volt Eingänge, hier die Schraubanschlüsse, sowohl für Verbraucher als auch zum Laden mit dem Ladegerät oder mit dem Faltmodul. Was da drin? Kann man reingucken? Oder nee, ist das, ist verplombt vom Hersteller. Vom Hersteller, damit? Dass wir damit keinen Schindluder treiben müssen. Das sind Leistungsfragen. Ah, okay, also da ist alles drin. Da sind Lithium-Batterien wahrscheinlich drin. Genau, Lithium-Eisenphosphat. Okay, kannst du ewig laden. Hält ewig. Also der ist wie der Anhänger. In 25 Jahren noch okay. Gut, sag nicht zu viel. Weil du weißt, die Leute gucken die Videos und sagen, der Friedrich hat gesagt, am 13. Mai 2022 hält ewig. Ja, ich weiß aber bisher nichts anderes. Gut, sehr schön. Komm, ich zeig mal gerade, da beiden sind 2 Tanks, Abwasser und Frischwasser. Genau, da ist jetzt hier der linke ist der Frischwassertank. Da ist hier ein Schraubverschluss und da passt der Gardena oder sonstige, was ist halb oder 3/4 Zoll Anschluss drauf. Also kann man mit dem Schlauch befüllen und ist der Abwasserkanister, macht man Gurt auf, zieht den Abwasserschlauch raus. Du weißt, wer ist, weißt du? Abwasser, Frischwasser? Ja. Kann man es draufschreiben, Edding. Na, man sieht einfach, wo das Rohr reinläuft. Dann muss rechts das Abwasser sein. Aber wer will, dem schreibe ich es auch drauf. Gott, für so Leute wie mich. der Strom, wie kommt der da hin für die Pumpe? Das Kabel läuft nach vorne links. Da sehen wir schon einen anderen 12-Volt-Stecker. Der ist da. So. Genau. Und das 12-Volt geht an einen Spannungsumwandler für 230? Genau, da ist hier unten ein Spannungswandler drin. Ja. Da ist noch eine Steckerleiste dabei.
vierfach und dann haben wir hier eben eine dreifach 12 Volt Leiste. Das ist zum einen hängt hier die Pumpe dran, zum zweiten hängt die LED-Beleuchtung dran, die hier oben ringsrum läuft. Und ja, man könnte die Kühlbox auch noch dranhängen, andere 12 Volt Verbraucher. Was hast du total gemein ist, du hast mehr Platz hier drin als viel mehr Platz als in meinem Affinity Van. Das ist schon. Na gut, du hast die Wahl. Aber der war auch noch viel teurer. Also der hat irgendwie 100 gekostet und das hier liegt bei 25. Roundabout, sage ich jetzt mal. Wenn du mal lieb bist, mach mal auf die Box. Ich weiß, die ist nicht von dir, aber trotzdem, die Leute sind ja ganz heiß. Das ist die extra Kühlbox. Genau. Also das sind hier die getrennten Zonen. Hier, wie gesagt, links 24 Liter, rechts 45. Ist die ganz neu? Von Truma gibt es die seit. Die haben die auch. Nein, hier jetzt. Hier drin, ja, steht es halt seit Januar hier drin. Warte, ich zeig mal, wie die heißt. Die heißt Truma. C69DZ. DZ. 69 sind die Liter, 24 plus 45 und DZ ist Dual Zone. Also okay. Zwei Zonen. Genau. So, gibt es auch noch in 7 cm Nitra und dann 60 Liter kühlen. Auch gut. Du sagst aber jeden Cent wert. Ja. Es ist wie beim Anhänger, aber auch bei Kühlboxen, Qualität kostet. Ja. Die sind sehr, sehr robust, die laufen leise, die sind sehr energieeffizient. Und du kannst sie als Nachttisch verwenden. Das ist der Vorteil, wenn du nachts da mal ein Handy drauflegst oder so. Du kannst das Handy aber auch hier reinstecken und du kannst es direkt laden, weil da vorne ist ja der Anschluss. Genau. Und wir stellen nachher noch den Tisch rein, das ist der gleiche für drin und draußen. Und dann sitzt man hier auch ganz nett drauf. Und wenn man dann ein Kind dabei hat, das 3 oder 4 Jahre alt ist und gern ein bisschen höher am Tisch sitzt, für mich wäre es jetzt nichts. Aber dann so einer ist es auch eine gute Sitzgelegenheit. Sag mal ein bisschen was zur Matratzengröße nochmal. Wir sind 2 Meter Länge auf 1,40 Breite. Und eben in der Mitte ist einmal ein Knick, klar, damit wir sie aufhalten können. Das heißt, längs sind die Polster durchgehend, da gibt es keinen Übergang und wir haben 2 Meter und dann oben und unten noch ein bisschen Luft. Das heißt, auch wenn jemand 1,95 oder noch eine Hand raushängen will, da hat sie jeweils noch 15 cm so Luft. Die Stangen, was haben die für einen Sinn? Die Stangen, da hängen Kleiderbügel dran mit Jacken und zum Trocknen hängen da Handtücher. Kommt aus der Praxis, das hat sich bewährt. Ja, genau. Okay. Ja, das ist zusammen mit diesen Wandtaschen. Ist enorm praktisch. Wie du schon gesagt hast, da ist das Handy drin, ist eine Sonnenbrille drin, da sind die Landkarten drin, wer das noch analog hat. Und nochmal, diese Wand, die du jetzt nach oben gemacht hast, die könnte so bleiben. Die kann man aber auch zumachen, wenn jemand sich vereinzeln will. Genau, die können wir hier zumachen. Dann haben wir im Prinzip zwei getrennte Zweimann- oder Zwei-Personen-Zelte, muss man glaube ich heute sagen, nicht mehr Zweimann-Zelte. Und hält eben während der Fahrt das Polster, dass es nicht reinfällt. Mhm. Und so haben wir hier halt 2 Lagen Zeltstoff. Heißt, bleibt morgens schattiger. Das heißt, glaube ich, Personen und Personinnen. Ja. Hast du es echt nicht mehr? Zweimannzelt darf man nicht mehr sagen? Ich weiß es nicht. Ich sage, 2-Personen-Zelt ist doch okay. Okay, gut. So, zeige ich mal hier vorne. Das ist damit drin. Aber wenn du hier gerade so schön sitzt, dann stell ich kurz den Tisch rein. Ja, mach mal. So, da sind die Kisten runter. Und die Kühlbox ist übrigens App gesteuert. Man kann hier eine App runterladen, sehe ich gerade von der Seite. Während er gerade noch den Tisch holt. Da ist er. Hallo Friedrich. Sven. Der hat genau Sitzhöhe, dass ich essen kann, oder? Genau. Wenn es regnet. Und der ist jetzt 79 auf 89. Den könnte man jetzt auch drehen, wenn man ein bisschen näher dran sitzen will. Mit den Füßen ist es ein bisschen ungünstiger, aber geht auch. Das heißt, dass er breiter ist als jeder Zentimeter wert, oder? Der wird genutzt. Ja, das ist ein schönes Maß. Also zu viert ist es total komfortabel. Zu sechst geht auch, wenn man kleine Teller nimmt. Also aus der Praxis, er nutzt ihn selber. Das Ganze mit Komponenten aus dem Zeltbau und dem, wie hast du eben noch gesagt, da ist ein Kissen, das hat einen Sinn, das passt genau auf die Box. Genau, also das hat den Sinn. Zum einen kann man hier nochmal am Tisch sitzen. Und wir haben verschiedentlich Familien mit 3 Kindern, die sich interessieren und auch entschieden haben. Dann kann man diese Kisten eben auch an die Liegefläche dran stellen. Dann hätte man 1,80 Meter quer, könnten hier auch 3 liegen. Oder man dreht so, dann hat man halt ein bisschen schmal für Füße, dann sind es auch 2 Meter. Also so kann man auf so, Po-Seite
drei unterbringen. Da, da kann der 15-Jährige, da kann die Beine dann auf die Kiste legen. Und ja. Ist ja Camping, gell? Beim 15-Jährigen, da legt der eine die Beine auf die Kiste, der andere wie ein Zweimann, zwei Personenzelt draußen, ein eigenes. Okay, verstanden. Ja. Ja. Aber da können wir ein bisschen spielen, dass einfach auch fünf Personen hier gut unterkommen. Genau, wenn du dich mal gerade auf die Box setzt, mal auf die Kühlbox wegen dem Licht. Mal gucken, wie dich da durchgeht. Mit den Beinen. Ja, vorne kommt man durch extra hier, dass man sich da die Knie nicht anschlägt vorne. Achso, vorne ist offen. Okay. Ja, ja, genau. Verstanden. Dass man auch die Kisten unten noch rauskriegt. Gut, geht ja keiner nach hinten. Das ist ja ist schon durchdacht. Aber jetzt sieht man dich ein bisschen besser. Und ich habe noch ein, zwei Fragen. Das ist ja nicht dein Hauptjob oder hier Verfaller? Nee, bisher nicht. Aber das soll es werden. Ich bin offen, ich gucke, was passiert. Nee, ich bin Bauingenieur im Bereich Verkehrstechnik, Verkehrsmanagement. Was heißt das, Verkehrstechnik? Ja, das sind diese Steuerungen auf Autobahnen, diese Wechselverkehrszeichen. Die dahinter sind Verfahren und die Verfahren muss man bewerten. Ist das so Nebel auch, die automatisch angehen? Genau, ja, ja. Das war die allererste Anwendung. Die nie gehen, richtig? Da wird viel Aufwand betrieben, dass die eben doch gehen. Die gehen. Und meistens gehen sie auch und weißt die bringen auch was. Ab und zu mal so Sensoren an den Einfahrten, die, glaube ich, messen, ob Nebel ist, oder? Das wird dauernd gemessen? Ja, ja. Und dann müssen wir mal gucken, dass da keine Spinne davor Netzgrad spannt. Okay, also lustig, denn ich kann mir vorstellen, Autobahnbetrieb, das muss immer funktionieren. Das ist eine ganz andere Anforderung, oder? Wie zu Hause so eine Wetterstation, oder? Das ist richtig. Das geht jetzt ein bisschen vom Thema weg, aber was ich da total spannend mal fand, waren die Kästen, wo die Elektronik drin ist, das ist halt Alu und das muss hochsalzbeständig sein, weil da im Winter die Gischt, die da in der Luft ist, also das sind Anforderungen, die sind schärfer als an der Küste, weil es alles zersetzt wegen diesem Salz da in der Autobahn. Also du hast was kleiner Schönes. Kleiner Exkurs, du hast was Schönes gesagt, Qualität zahlt sich immer aus und du hast ja eben mitbekommen, wir machen eine T-Shirt-Serie für German Television, da will ich die beste Qualität haben, weil die nicht viel teurer ist, wenn man es richtig macht. Also es kostet nicht das Fünffache, sondern es kostet vielleicht die Hälfte mehr oder vielleicht das Doppelte, aber dafür hast du ewig Freude. Ja, wer billig kauft, kauft zweimal. Sagt der Schwabe. Ist das herrlich. Ja, jetzt machen wir hier nochmal Licht drin. Sag mal, diese eine Elektrobox, die du eben gezeigt hast, sag mir den Namen noch von der. Das heißt Campercase und ist von autarker.de. Von autarker.de? Genau, die sitzen bei Erding. Und das ist empfehlenswert? Ja, also gut, die Komponenten kommen nicht alle aus Deutschland, aber das ist komplett auch dann in Deutschland zusammengesetzt und gefertigt und spezifiziert. Die kommen aus dem Profibereich Outlander, gell? Ja, also die machen Autarkielösungen, WLAN, Gas, also einfach Ausstattung für Reisemobile vor allem und haben da eben auch Solarpaneele und diese Koffer in zwei Größen. Das ist die kleinere Größe. Hm. Das ist noch eine, die ist doppelt so groß, dann ist auch ein 230 Volt Ausgang dran. Okay, aber das ist so 12 Volt kommt da raus und 5 Volt? Oder? Genau. Okay, verstanden. So, jetzt Lieferzeit heutzutage. Ich habe gelesen, MacBooks sind nicht mehr lieferbar. Ich habe meins bekommen vor kurzem. Lieferbar? Kannst du liefern? Die Box oder? Nein, dich. Oder der Anhänger? Der Anhänger. Ich. Ja. Anhänger kann ich liefern in ungefähr 5 bis 6 Monaten. Ja. Und den hier würde ich jetzt sogar noch in den nächsten Wochen abgeben, gern so Ende Juli. Ja. Also wer im Sommer los will, den gibt es jetzt auch einigermaßen kurzfristig. So, wenn ich das jetzt erstehen möchte, wie gehe ich da vor? Gucke ich erstmal auf deine Webseite, kann ich da konfigurieren? Auf der Webseite gibt es ein PDF mit einer vollständigen Preisliste. Mhm. Man kann dann daraus händisch konfigurieren, ansonsten meldet man sich bei mir. Man guckt da ein Video genau an. Ja, und auf der Homepage gibt es etliche Fotos auch von den anderen Ausführungen. Mhm. Genau. Also, erstmal vielen Dank, tolle Vorstellung. Ich bin immer wieder wirklich begeistert von dem Ding, weil wenn es zusammengefaltet ist, ist es total unspektakulär. Bitte was? Ich hätte schon noch ein paar Sachen. Was hast du denn noch? Ja, ich wollte die Fenster noch mal genau zeigen, weil da ist noch ein Kniff. Wir haben außen noch Segel zum Zeigen. Nee, ich war ja noch gar nicht fertig. Ach so. Ich wollte jetzt eigentlich das Call to Action machen, aber ja. Wenn du sagst, du hast noch ein bisschen was, zeig mir die Fenster. Ja, das war eben auch die Frage im letzten Video, kam das mal in den Kommentaren, wie funktioniert das mit den Fenstern? Also wir haben hier die von innen zu verdunkt mit Reißverschlüssen, dass man letztlich seine Intimsphäre hat. Nachher kommen wir nochmal von außen, dann können wir es nochmal dichter machen gegen Wind und Wetter. Genau, aber hier haben wir es einfach an allen vier Ecken. Können wir es maximal hell machen, dass es hier drin auch freundlich ist. Okay, und auch durchgelüftet wird, weil die nehmen ja schon ein bisschen weg, oder? Dass das Netz selber schützt.
Ja, aber wie du sagst, also ein Luftzug geht da durch. Ja. Und es ist natürlich auch unter dem Polyesterzelt wichtig. Der Polyester an sich ist jetzt kein besonders klimafreundliches Material. Hat andere Vorteile, ist leicht schimmelresistent. Mhm. Aber da hat er eben einen Nachteil und wir können mit diesen großen Fenstern kompensieren. Wenn man da aufmacht, da ist hier ruckzuck durchgelüftet. Okay, was noch? Jetzt bin ich mal gespannt. Du hast gut vorgelegt. Da müssen wir noch mal rausgehen. Oh. Warte, ich komme mal hier rum. Ich bin 54, warte mal. Geht aber. Warum habe ich jetzt so gestöhnt, kann ich euch sagen. Meine Beine waren auf der Seite. Und wenn ich aber jetzt hier bin, dann kann ich hier einfach durchgehen. Das ist viel einfacher. Stehhöhe ist okay. Man kann einfach rauslaufen. Das geht. Ja, also wir haben jetzt hier die 1,53 Höhe innen. Das ist halt vor allem gut in Kombination mit dem Vorzelt. Sonst haben wir da Versätze, das ist kompliziert. Ansonsten 1,53 innen? Innen. Ja. Wer auf das Vorzelt verzichtet, dann können wir den Koffer auch 40 cm höher machen. Da hat man innen drin 1,94 m. Und da geht kein Vorzelt mehr? Dann wird einfach dieser Vorzeltstoff unheimlich groß und unhandlich. Wir haben es mal probiert. Und ja, da hängen ein paar Sachen dran. Wenn es unbedingt erforderlich ist, können wir es machen. Aber das aber du dann, sagst so in der Praxis, der kleinere ist besser. Da müssen wir einmal durch die Beratung gehen. So, bitte. Ist hier noch ein Fenster eigentlich dahinter? Genau. Ja. Ah. Kann man sogar... Entweder mit Fliegengitter oder mit... Genau, ist auch ein Zeltfenster dazwischen. Ich mache jetzt mal ganz auf, weil heute ist so schön warm. Ja, zum Kochen ist es ja sinnvoll. Können die Dämpfer abziehen. Wir haben auch beim letzten Video die Frage, wie man kochen kann. Also in unserem Fall, wir machen es mit dem Zweiflammkocher. Der läuft jetzt mit einer Campinggasflasche. Aber haben Leute schon mal nach Dusche gefragt? Was ist deine Antwort? Meine Antwort auf Dusche ist erstmal keine drin. Es gibt diese Solarduschen, diese schwarzen Tüten. Hm. Die gehen gut, gell? Die gehen. Ansonsten gibt es am Campingplatz eine Dusche oder am Hallenbad. Hm. Oder wer so frei steht, der kann auch mal im Bach sich waschen. Gott. Also ich fahre die Dusche nicht in der Gegend rum, muss ja auch nach dem Urlaub nicht putzen. Der Schwabe. Genau, also hier ist... Wenn es gerade ein bisschen nach rechts stellst, ein kleines bisschen wie in einem Licht... So, ist viel besser. So, was ist das für ein Kocher? Das ist ein Campinggaskocher. Die Kartusche, wo ist die? Die habe ich jetzt nicht dabei, da hing in wo? Unserem Fall. Zeig mal, wo der Anschluss ist. Achso, der Gas. Ist das ein Schlauch, ist das? Hier. Ah, okay, ein Schlauch. Okay, verstanden. Da ist also keine Kartusche drin, sondern die wird über einen Schlauch angeschlossen. Genau. Gibt es in zwei Ausführungen. Ich habe jetzt eben die Ausführung für die Gasflasche, 2 Kilo oder 3 Kilo. Gibt es aber auch für... Prüfungsfrei? Prüfungsfrei. Gott. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil wir haben hier Ladung und hier wird Ladung reingebracht. Genau. Okay, verstanden. Ist der gut, der Campinggas, der doppelte? Ja, ich habe den jetzt letzte Woche ausprobiert bei der Messe am Pilsensee und habe da morgens meinen Kaffee gekocht, hat funktioniert. Zeig mal hier die Schubladen, was da so alles drin hast. Genau, also wir haben oben erstmal so Hausrat, alles Mögliche. Gewürze, Fliegenklatsche, Klammern, Alufolie, alles, was man so an Kleinteilen braucht. Du tötest Fliegen. Nee, der ist als Müllbeutelhalter gedacht. Das stimmt nicht, wir schlagen dann auch mal auf eine Fliege. Okay. Aber das ist. Ansonsten nehmen wir da einen Stock. Nee! Das hier. Friedrich, du hast auf alles eine Antwort. Das ist echt. Das heißt, du multifunktionell Fliegenhalter / Müllbeutelhalter. Ja, wobei ich es mit einem Stock dekorativer finde. Gott. Ja. Warte mal ganz kurz. Also, noch mal auf. Okay, verstanden. Das kommt so mit dem Einsetzen? Mit den Einsätzen noch nicht, aber mit diesen transparenten Schubladen. Wenn aber einer das genauso haben will, kannst du es organisieren? Geht. Oder? Ja, oder kriegt gute Hinweise. Oder wenn ich soll, dann besorge ich es auch. Ja, weil das ist so genial gelöst mit den Einsätzen, weil die genau passen. Und die sind dabei, die Besteck ist dabei? Nee. Auch nicht? Nee. Gott. Oh, Friedrich. Ja, muss ich noch an mir arbeiten. Nee, ist alles gut. Genau, also ein Fach für Besteck, Kochbesteck und eben zum Essen. Mhm. Spülbürste, Untersetzer. Sag mal, man kann die Kiste so nicht kaufen, oder? Die hast du modifiziert. Doch, die kann man auch so kaufen. Bisher konnte man die in Gelb und Schwarz kaufen und in Grau muss ich sie modifizieren. Aber mittlerweile kriege ich sie auch in Grau so. Okay. Ja. Weil die Lösung ist ja schon genial. Eben eine Schublade für Gläser, Becher, Tassen, Schalen. Aha.
hier Töpfe, Kaffee, der Schoppen von früher, Trinkflasche. In Süddeutschland heißt es Schoppen, zumindest in Baden-Württemberg. Mhm. Und also jetzt hier als sie noch klein waren. Messbecher. Ja. Oh, ich habe noch 1000. Noch mal Töpfe und eine Schüssel. Also das reicht für 4-5 Personen locker aus. Wer da seine Küchensachen nicht unterkriegt, hat zu viel dabei, meiner Meinung nach. Stimmt. Man muss es ja alles auch spülen und es wird dann so ein Riesenberg. So, komm, wir gucken uns. Ist noch was Cooles? Ja. Oh ja. Das Vorzelt hier, das können wir auch. Ah, du hast noch so einen Schutz. Genau, das. Oh, ich gehe mal näher ran wegen dem Licht. Jetzt sieht man es besser. Magnetisch. Genau, und dann haben wir unten rum, ringsrum einen Klettstreifen, dann auch eine Bodenwanne dabei. Okay, also wenn es regnet. Ja, kann man einfach zumachen. Wenn es richtig kalt ist, zieht es dann halt nicht mehr rein. Normalerweise, wenn es nicht sehr kalt ist, haben wir das nicht dran, weil das wird dann halt doch dreckig mit den Schuhen. Abspannen. Putzen. Du hast eben erwähnt, du kannst es überall versehen mit Heringen. Genau. Mit jetzt machen wir noch das Dangen. Zeltfenster-Thema fertig. Aha. Ich nehme mal die beide mit. Das ist auch dabei im Preis. Genau. Weil das war eben auch eine Frage beim letzten Video, wie das mit den Fenstern funktioniert. Habe ich da aufgemacht, gehen wir da hin. Also ich werde jetzt mal mit 15 Minuten diesen Camper aufbauen, bestätigen, alles was wir jetzt machen. Ja, das macht man für ein Wochenende nicht. Wenn man irgendwo eine Woche an der Ostsee steht, dann macht man die Sachen ran. So, und da ist ein Reißverschluss. Ja. Geht ruckzuck. So, und dann ist das Ding auch regendicht. Genau, also die Nähte sind so gemacht, dass der normale Schauer wird auch ohne das Zeltfenster abgehalten. Aber bei Schlagregen bleiben Restwahrscheinlichkeiten. Dann ist hiermit alles dicht. Und das ist halt auch, wenn man drin sitzt und die Fenster offen hat zum Raussehen. Aber draußen ist es kalt und windet. Dann macht man die Dinger rein, macht einen Heizlüfter an. Und dann. Das wäre deine Lösung für den Herbst, wäre der Heizlüfter eigentlich, oder? Genau. Ich sage, April bis Oktober ist kommod und da hilft ein Heizlüfter. Was ist da drin in der Alutex? Da ist erstmal nichts drin. Können wir Fahrräder drauf machen auch stattdessen? Bitte? Stattdessen? Genau. Das hatten wir beim anderen Anhänger, hatten wir da einen Kugelkopf und einen Fahrradträger drauf. Da war, glaube ich, die Deichsel ein bisschen länger bei dem anderen? Nee, war genau gleich. Genau so. Okay. Und das ist eine Größe von der Box. Also wer die 5 Kilo Gasflasche mitnehmen will, die passt hier rein von der Höhe. Mhm. Also wir hatten in den letzten Jahren mit der Box gereist. Dann war hier eben Gasflasche drin, der Kocher, das Kabel. Kutterschaufel und Kehrwisch. Und kann man auch mal ein Vorhängeschloss dran machen und wenn man baden geht. Es ging ja problemlos Solar ging, oder? Um Dach. Genau, ja. Also das Platz ist ja genug. Platz ist genug. Auf dem anderen Anhänger haben wir es auch drauf. Mhm. Das bieten wir jetzt nicht direkt an, da empfehle ich entweder dann Autarker bei uns um die Ecke oder vielleicht gibt es auch andere Anbieter. Genau. Hättest du aber die Möglichkeit, eine Durchführung schon zu legen? Könnte man das bei dir bestellen? Also das macht dann auch der Anbieter in dem macht Fall. Macht der Anbieter, ja. Okay. Genau. Der ist bei dir ums Eck, oder? Ja. Wo? In Dorfen bei Erding. Das okay, ist der baut das Ding eigentlich für dich? Ja, genau. Okay. So. Also, wenn ihr wollt, konzipiert ist er von dir, gell? Ja. Deine Idee, Verfaller Camper, gebaut von absoluten Profis. So sieht er aus, wenn er fertig ist. Vorher, nachher. Ich komme mal gerade auf deine Seite. Du musst mir noch eine Sache gleich zeigen. Ja? Das war das Fensterchen, was da ist. So sieht das Ganze so aus. So, jetzt haben wir noch eine Applikation. Eine? Fertig für den ganz großen Aufbau. Ja, wir haben ja Zeit. Ja. Weil, wenn jetzt hier die Sonne auf die Zelte rein drauf scheint, hast du vielleicht gerade schon gemerkt, das wird dann schon warm. Mhm. Und da haben wir eben die Möglichkeit, diese Segel noch drüber zu spannen. Ach so, passiver Sonnenschutz. Und zwar von außen wird es auch dunkler innen ein bisschen? Genau. Ja, okay. Ich glaube, das macht richtig viel aus, oder? Ja, also die Wärme macht es viel aus. Wie du auch schon gesagt hast, morgens bleibt es länger schattig zum Schlafen. Die Zelte wegen den Zelten dürfen sie nass werden, aber wenn das Ding drüber ist, bleiben die halt auch trocken zum Einpacken, ist das angenehmer. Warte, ich filme mal gerade rein, dann können wir mal gucken, wie viel das ausgemacht hat. Also das ist, oh ja,
Das ist wesentlich. Das heißt, obwohl das ja jetzt relativ heller Stoff ist, wird ein Großteil der Sonne, kommt erst gar nicht rein. Das ist, glaube ich, der Trick. Genau. Und das kannst du nochmal abschwaren. Ja, dann haben wir nachher eben hier ein kleines 10 cm Luft dazwischen. Und dann heizt sich eben die Luft zwischen Zelt und Plane auf und wird vom Wind rausgeblasen. Also es ist ein erheblicher Effekt. Und hier wird man jetzt gleich mal einen Bearing brauchen. Ja. Also der wird gegengespannt. Genau. Und dann haben wir hier in der Mitte noch einen Spann. Das ist eben. Sag mal so, die Effekte auf dem Platz, wenn du stehst. Ja, gibt schon Interesse. Gibt schon Interesse. Ja. Ja. Doch, das erzählen schon auch die Kunden, dass man da angesprochen wird. Kriegen dann auch immer ein paar Flyer mit, wenn es ihnen zu viel wird mit dem Interesse, damit sie sagen können, hier ist der Flyer mit der Homepage. Ja, und da kannst du den nächsten Urlaub. Einen QR-Code kannst du reinmachen von unserem Video. Guck mal da. Finde ich auch gut, dass du farbige, leuchtend farbige Bänder genommen hast. Nicht ohne Grund, denn da fällt man gerne mal drüber. Genau, also ästhetisch kann man dazu unterschiedlich stehen, aber funktional ist es. So, die Kinder sehen sie wenigstens. Oder die Erwachsenen. Auch die Erwachsenen, das sehen alle. Die sind übrigens neongelb, auch wenn es in der Kamera nicht so rüberkommt. Ich krieg schon Augenkrebs. Warte mal, aber sichtbar. Ein bisschen eine lange Schnur, ist egal. Wir haben ja Platz hier. So, die kann man natürlich auch kleiner machen. Gut. Jetzt habe ich auch den Abstand zwischen, kann ich mal reinfilmen, also da ist dann ein bisschen Luft und der Wind bläst raus. Genau, ja. So, Hammer, Haken, haben wir es hier. Da kommt aber jetzt nicht noch ein, weil ich habe gesehen, eine Kederschiene ist noch frei. Ah, eins kommt noch, aber wir machen nicht nochmal dasselbe. Das gibt es für zwei Seiten, für beide? Ja, genau, ja. Weil ich habe gehört, die Sonne wandert mal manchmal. Ja, und wie gesagt, also der Dreck vom Baum und vom Vogel geht dann halt auch nicht aufs Zelt, sondern auf die Plane. Und das ist schon auch angenehm. Jetzt ist schön hier. Also kann man durchgucken. Könnt ihr sehen. Der Understatement Camper. Obwohl. So, dann auch noch eine Frage. Beim letzten Video war, wohin kommen die Kisten, wenn man am Campingplatz steht? Wir haben unter den Klappen so viel Platz. Da kann das hin. So. Viel Platz. Friedrich. Ah ja, er hat die nächste Idee. Genau, weil wir haben noch keinen Sonnenschutz hier. Vorsicht. Das ist ja jetzt alles optional, das heißt, das... Nee, das ist dabei. Nein, optional, ob ich es nutze, meine ich. Ach so, ja. Ja, aber... Ah, du kannst das abspannen. Genau. Okay. Du bist so klasse. Ich muss aber sagen, dass unser Parkplatz, der ist auch gar nicht schlecht für die Anwendung. Das hast du eben schon richtig erkannt, oder? Ja, ich habe vorher extra geguckt, bevor wir gedreht haben, ob man hier einen Hering reinkriegt. Weil auf dem normalen Asphalt geht's nicht. Wir sind übrigens in Saarbrücken heute. Das ist der 13. Februar 2022. Übrigens Freitag, der 13. So, jetzt kann es sein, dass wir den gleich nochmal neu setzen müssen. Deswegen machen wir das mal bloß hier so ein Provisorium. So, mal provisorisch. Krass, was es gibt. Was ist das für ein Ding? Das verbindet jetzt die beiden Segel, dass das hier durchgehen wird. Ach! Da brauchen wir nur eine Seite abspannen. Ja, und es gibt dann halt einfach auch mehr sonnengeschützte Fläche. Ah. Ich müsste jetzt hier noch durch, das spare ich mir jetzt für einen Moment hier. Ja. Ja, auf was du alles gedacht hast. An was du alles gedacht hast hier. Ja, das war auch bei den ersten Hängern gab es die Plane noch nicht. Und meistens stellt man die Deichsel ins Wetter. Das heißt, der Regen kommt so. Und dann sitzt man hier drunter und der Regen kommt so in den Nacken. Ist nicht immer, schön. Immer so, wie man es nicht braucht. Ist nicht schön, deswegen gibt es hier diese Plane.
Gibt es jetzt irgendeine Veranstaltung demnächst, wo du bist, wo man dich live mal erleben kann? Abenteuer Allrad oder so? Nee, für den Herbst bin ich am Überlegen, ob ich... Karamansorgen? Nee, da bin ich im Urlaub. Das ist keine Antwort. In Bayern ist da einfach Ferien. Das ist verheerend, echt. Das ist ein guter Termin. Du hast auch zwei Kinder. Ja, genau. Vielleicht Freiburg. Freiburg. Ich überlege Wels, also Österreich. Ich war vor kurzem in Freiburg, das ist echt schön. Ja. Gut, du kennst ja Freiburg als Baden-Württemberger. Ja, wir waren da auch schon in der Nähe, in Münstertal schon campen, sehr schön. Ein Nagel, stellen wir es gerade. So, man hat ja auch Zeit im Urlaub. Man muss ja nicht. Man muss ja nicht. Also, wir müssen überoptimieren hier. Macht sich natürlich auch zu zweit viel schneller. Also wenn deine Frau zwei Bauern auf. Ist da dein Sohn mit dabei dann? Oder wer macht das? Genau, ja. Normalerweise der Ältere. Aber könnte sich auch ändern, die Besetzung. Vorname von den beiden? Till und Frido. Till und Frido. Ihr habt einen tollen Papa. Du bist Vater aus Leidenschaft, nehme ich an, oder? Ja, allermeistens. Also, gibt schon auch mal Ärger, ganz normal. Aber ich finde es gut. So. Boah, ist das genial. Jetzt hast du ein richtiges Zelt. Das hier kam wahrscheinlich auch aus der Praxis, gell? Mit dem Klettverschluss in der Mitte. Genau, ja. Dann hol ich den Tisch nochmal raus. Dann sind wir aber, glaube ich, auch rum. Also, ich würde dir so gerne noch ein Bier geben, aber ich bin auf Diät. Da können wir nämlich gleich noch ein bisschen, aber du musst ja A noch einpacken und B geht's heute zu dir nach, wo geht's hin, nach Pforzheim? Genau, nach Pforzheim. Pforzheim. Familie besuchen. Auf dem Rückweg. Und da kannst du den Leuten ja sagen, ja, der Herzog hier von German Television hat mich gezwungen, ich soll das so aufbauen und deswegen hat es so lange gedauert. Wir sind jetzt übrigens bei 56 Minuten Gesamtdrehdauer. Okay. Ich find's cool. Ja, weil ich bin auch heute Morgen 5 Stunden hergefahren. Da ist eine Stunde filmen okay. Stimmt. Genau. Aber ich denke, es ist ehrlich, wir haben nichts geschnitten. Also wenn man ein bisschen, ich sag mal, weniger schwätzt, dann geht es in einer halben Stunde, guten halben Stunde. Genau. Gute halbe Stunde, wenn man einen schönen ebenen Platz hat. Und wir könnten jetzt das gleiche Segel links auch noch machen, aber das funktioniert dann gleich. Ist es dabei? Ja, ist einfach die andere Seitenwand vom Vorzelt. Ist das aber schon ein Trümmer hier? Also das heißt, es stellt sogar was da auf dem Platz, oder? Ja, also hier sind die Schnüre ein bisschen lang. Man könnte das hier schon noch einen Meter weiter reinholen, weil sonst wird es schon auch breit, gerade wenn man es auf beiden Seiten macht. Und man kann jetzt die Schnüre noch ein bisschen paralleler machen, dann sieht es noch schöner aus. Aber ja, es ist ein komfortables Camping für 4 Personen. Man muss nicht umbauen von Bett zum Tisch. Alle schlafen auf einer Ebene. Es ist aber gedacht, dass sich viel draußen auch stattfindet. Das heißt also man... Ja, sowohl als... Ja, also ich finde... Dauernd jetzt drin sitzen, also Netflix gucken, dafür ist nicht... Ich finde, die Vision vom Campen ist draußen sein. Echt? Ich finde schon. Das sehen viele aber anders. Ja, dann müssen wir... in Wohnmobilen hocken. Das müssen wir dann besprechen. Also ich bleibe bei meiner Idee. Und bei schlechtem Wetter an dem Tisch da drin, wir saßen da ja gemütlich. Ja. Da kann man schon auch mal einen halben oder einen ganzen Tag aushalten, bevor man ins Hallenbad geht. Also lieber Zuschauer, denkt auch bitte an das Thema Werterhalt, denn ich kann mir vorstellen, wenn man das 10 Jahre nutzt, so wie die, ich sag mal, Materialien beschaffen sind, werden die wahrscheinlich länger halten als 10 Jahre. Genau. Dafür sind sie gemacht. Ja, also der Polsterer zum Beispiel hat gesagt, seine Polster halten länger als der Anhänger. Dann habe ich das den Leuten von Unsinn erzählt, Fahrzeugtechnik, die haben gesagt, da lassen sie es drauf ankommen. Das ist ein geiler Name, Unsinn, oder? Ich meine, der lässt sich gut merken. Du heißt Herzog, ich heiße Meier und die heißen Unsinn. So ein Unsinn. Cool. Nee, aber die bauen gute Hänger, oder? Ja, die machen 15.000 Anhänger im Jahr. Wenn die es nicht können, dann keiner, dann oder? Dann wahrscheinlich keiner. So. Ja, hier sind wir. Freitag der 13. Und jetzt sieht man übrigens auch den Kocher sehr gut, denn das mit dem Schatten ist schon gut. Also gerade wenn du jetzt in Südfrankreich stehst und da hast du ja nicht immer Pinienwälder. Ja, also dieses Sonnensegel hier, das ist wichtig. Sag mal, kannst du über die Stützen, kannst du nivellieren effektiv? Längs schon.
Also die Achse sollte einigermaßen eben stehen, wenn man den Anhänger abstellt. Ansonsten braucht man da halt ein Keil. Aber und so dann vorne hinten über das Stützrad nivelliert man es und dann kommen die Stützen runter, die sind lang genug. Mhm. Ja. Gut. So, hier sind wir drin. Ja, vielen Dank fürs Einschalten. Call to Action. Das bedeutet, wir müssen jetzt, die Leute fragen sich jetzt alle, wann kann ich es wo kaufen? Herrscharen von Besichtigungen. Hast du so einen Showroom? Wie müssen wir das vorstellen? Wie so ein... Ich habe eine Scheune und da stehen meine zwei Anhänger drin und ein kleines Lager. Und Interessenten können anrufen, mit mir einen Termin abmachen. Und dann bauen wir einen von beiden auf. Okay. Und dann, dann hoppert er top. Gut, man sieht ja auch hier viel. Also der wäre jetzt verfügbar, zumindest mal heute noch am 13. Genau. 13. Mai. Und sind jetzt auch Ferien zwischendurch für euch, für die Kinder? Pfingsten haben wir 2 Wochen Ferien. Da fahren wir mit einem anderen Anhänger Richtung Norden. Mhm. Der hier ist tatsächlich unbenutzt. Der war für die Messe gebaut und ist jetzt einmal von München nach Saarbrücken gefahren, fährt einmal zurück. Mhm. Und ansonsten ist der nicht neuwertig, sondern neu. So, wir machen mal, wir zeigen mal gerade, das ist eine Trivino Trendroulette, machen wir noch ein bisschen Werbung für den Kollegen. Kostet knapp über 400 Euro, ist jeden Cent wert, sagst du? Das ist eine Trilino S, ist halt ausgereift, ja. Trilino S, auch für einen VW-Bus eigentlich gedacht, so eine kleine. Genau, also zu viert nach einem Abend kippt man es aus. Der Benedikt hat es ja ausführlich erklärt, mit den unterschiedlichen Tankgrößen. Für die Campingplatzanwendung super und ansonsten zu zweit auch mehr. Mhm. Ja. So, hier sind wir. Die Webseite? www.farfalla-camper.eu. Ich schreibe es aber nochmal in die Videobeschreibung. Farfalla-camper.eu. Hast du die irgendwo hier stehen am Fahrzeug irgendwo, die Webseite? Farfalla Camper steht da. Warte, einfach googeln. Googelt an jeder Seite und dann, ja, muss die Suchmaschine. Googelt das Ding. Warte, ich zeig's mal. Farfalla Camper, hier vorne ist es. Vielen Dank fürs Einschalten, lieber Friedrich. Ich wünsche dir eine gute Heimreise. Übrigens, abspannen könnt ihr das Ganze über unglaublich viele Lastverteilung hier unten. Das heißt, du kannst ihn richtig festmachen am Boden. Ja, also die hier, die sind rein kosmetisch, dass man das hier an den Stützen noch ein bisschen nach hinten wegzieht. Also, das ist jetzt mach mir doch nicht mal meine Anmod, Stabilität. Meine Anmod kaputt. Der steht auch, wenn die Dinger baumeln, stabil. Okay. Das sieht nur nicht so schön aus. Alles klar. Dem Ingenieur ist nicht zu schwören. Du bist Bauingenieur, oder? Ja. Gut. Alter nochmal von dir? Wie alt bist du? 44. 44. So. Fürs Video. Du weißt ja, Bauingenieur, Klammer auf, 44, entwickelt. Ja, das letzte Video hieß Bauingenieur 43, gell? Achso, du bist ein Jahr älter geworden. Nee, das hast du falsch hingeschrieben. Echt? Tut mir leid. Ich habe ihn jünger gemacht. Vielen Dank fürs Einschalten. Abonniert unseren Kanal und kauft dem Farfalla-Camper, dem Friedrich, die Bude leer. Und der ist noch zu haben. Tschüss.